Nach über 2 Wochen Kultururlaub haben wir uns jetzt endlich einen Strandurlaub gegönnt. Wir sind jetzt hier in Arugan Bay. Arugan Bay ist eigentlich ein Surfergebiet, wie man das auch an hohen Wellen da hinten sieht. Aber wir haben im Moment keine Saison hier. Wir haben auch gezielt uns für diesen Strand entschieden, weil wenn es keine Saison ist, heißt es, dass es weniger Touristen gibt, weniger Einheimische, weniger Leute. Und wir haben eigentlich den ganzen Strand hier für uns alleine. Wir haben jetzt, keine Ahnung, 50 Meter weiter hinten ein paar Leute und da hinten 100 Meter weiter noch ein paar Leute. Sonst ist alles für uns. Wir können uns hier richtig entspannen. Es sind 3 Nächte hier geplant. Vielleicht bleiben wir eine Nacht länger, weil es echt schön hier ist, außer dass es recht windig und die Wellen zu hoch sind zum Schwimmen. Aber trotzdem kann man ja das schöne Wetter hier genießen. Wir haben immer noch zwar bewölkt, aber ein bisschen Sonne hier. 3 Nächte sind geplant. Noch keine Aktivitäten, aber vermutlich wird man eine kleine Surf-Schnupperstunde machen, wenn es noch trotz Off-Season was angeboten wird. Ich sehe hier weit und breit keinen Surfer leider. Ja, aber sieht echt schön aus. Ich mache noch ein paar Aufnahmen von der Gegend hier. Ich denke, wenn hier mehr Menschen sind, dann haben auch die ganzen Restaurants hier offen, wie zum Beispiel das hier im Hintergrund. Ist, glaube ich, recht dunkel, aber ja. Für mich hier ist das Paradies. Ich hab meine Ruhe, keine Touristen. Schönen Strand und ja, auf Schwimmen stehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich springe später ins Wasser, mache ein bisschen feucht, damit ich auch mal im Wasser war, aber ansonsten ist es perfekt. Wir haben mittlerweile schon, ich schätze mal 17.30 Uhr. Ja. Wir haben heute den ganzen Tag am Strand verbracht, ein bisschen gelesen. Ich habe fast ein Viertel von dem Buch gelesen, glaube ich. Also ich war ziemlich fleißig. Guck mal, ah, jetzt ist er weg. Da hinten war gerade ein Eichhörnchen. Ist aber ziemlich schnell weggehüpft. Wir haben uns auch überwiegend im Schatten aufgehalten, ja, weil wir noch recht weiß sind. Wie gesagt, wir haben ja bis jetzt nur Kultururlaub gehabt. Und da gab es nicht viel Sonne. Wir haben heute den ganzen Tag Hunde um uns gehabt. Wir haben da hinten noch einen Welpen gefunden und da haben wir die Mama gefüttert. Und jetzt verfolgen uns alle Hunde und denken, wir haben für alle Futter hier. Leider ist das nicht so. Wir sollten mal kurz hier stehen bleiben, weil da hinten wird es windig gleich. Und dann wird man mich nicht mehr hören können. Ja, und jetzt machen wir einen kleinen Spaziergang am Strand und wollen uns mal die andere Seite anschauen. Gestern waren wir da hinten. Da sind ganz schön viele Fischer. Krähen und so weiter. Und jetzt wollen wir in die andere Richtung laufen. Mal schauen, was da ist. Christ is my nigga.
oft gar keine Möglichkeit ins Fitnessstudio zu gehen, weil es entweder kein Fitnessstudio gibt oder die Fitnessstudio, die es gibt, dann hauptsächlich aus einem Gerät bestehen und das nur Laufband oder so. Und dann gehe ich lieber am Strandtraining joggen. Aber es gibt noch die Möglichkeit, mit Widerstandsbändern zu trainieren. Ich habe ja zwei unterschiedliche dabei. Sind leicht eingepackt, aber so ein Training mit denen ist viel anstrengender, als man denkt. Vor allem, man kann ja auch beliebig einstellen, zum Beispiel, wenn ich hier zwischen Stufe 2 und 3 wähle, ist der Widerstand anders, als wenn ich dann so habe. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, und ich mache jetzt, da es kein Fitnessstudio weit und breit gibt, mache ich so ein Free-Workout ohne bestimmten Plan, aber dass ich jeden Muskel ein bisschen aktiviere und mich dadurch auch besser fühle. Wenn ich zu lange kein Fitnessstudio betrete und zu lange nicht trainiere, habe ich das Gefühl, meine Muskeln schreien nach Belastung. Und vor allem bei einem Strandurlaub ist es ja ganz wichtig, sich ein bisschen irgendwie noch körperlich zu aktivieren, denn man liegt ja sonst den ganzen Tag rum und die Muskeln fehlt einfach was. Das wird jeder, der trainiert, wird das wissen. Das ist wahrscheinlich wie beim Rauchen, Verlangen nach einer Zigarette ist wahrscheinlich bei mir das Verlangen nach körperlicher Belastung. Schwimmen eignet sich da auf keinen Fall. Ich bin voll aus der Puste und ich habe nur versucht, mich auf den Bein zu halten. Bin echt fix und fertig. Aber es macht Spaß, das Wasser ist recht warm. Schön angenehm. Perfekt zum Abkühlen. Aber nicht zum Schwimmen. Übrigens, wir haben auch herausgefunden, warum das jetzt Off-Season ist. Weil es so stark windig hier ist und die Wellen früher brechen. Sprich, man kann nicht so schön auf den Wellen gleiten, nicht so schön surfen und deswegen ist im Moment Off-Season. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong, one shot to the head and I'm gone. I'm losing control but I can't let it go cause I'm trying to get more and I've been in the moment. I've been in